mich hat es hier richtig erwischt gerade. Ja, dann bin ich auf den Berg hochgekommen. Auf einmal dachte ich, was ist denn los mit meiner Scheibe? Die ist beschlagen. Nee, ist sie nicht. Hier ist ganz schön nebelig. Und ja, ich bin aber nicht mehr ganz oben auf dem Berg, sondern ein bisschen weiter unten. Aber ich muss hier durch einen Wald fahren. Eine interessante Strecke. Und ja, es lichtet sich jetzt hier langsam. Es geht. Also, aber als ich oben, ich konnte quasi nicht mal auf der Straße fahren, weil der Nebel war so dicht, dass ich nichts mehr sah. Aber ich finde es gut, dass es hier nebelig ist, weil wir kommen gleich in einen tollen Wald. Da war ich gestern schon. Ganz alter Fichtenbestand. Die Fichte, die soll hier sogar heimisch sein. Und wenn das in diesem Wald auch so nebelig ist, dann werden wir ein sehr, sehr geheuerliches Abenteuer erleben. Schaut euch mal diesen schönen Wald an. In den heiligen Hainen der Esten standen einst reich behangene Fichten, welche von den Frauen nach der Niederkunft Geschenke gereicht wurden. Es tröpfelt, es nieselt, der Nebel wabert. Tannen, deren Zweige oben am Gipfel miteinander verwachsen waren, verehrte man als Wunderbäume. Und noch im 17. Jahrhundert reisten die Preußen und Balten zu einem solchen Baume, hingen Kostbarkeiten an seine Äste und wurden auf diese Weise geheilt. Da anzuhalten. Man sah wirklich nichts. Ja, und so sieht ein gesunder alter Fichtenbestand aus. Das gibt es allerdings auch hier im Sauerland sehr selten. Weil die Fichte immer grün ist, war sie für die Alten das Sinnbild der nie aussterbenden und immer wiederkehrenden Zeugungskraft der Erde und daher der Anbet zugetan, bei deren Festen eine geschmückte Fichte umhergetragen und Fichtenzapfen verschenkt wurden. In Russland war es Brauch, den Weg vom Sterbehaus bis zum Friedhof mit Fichtenzweigen zu bestreuen. Weiße Schlüsseljungfrauen verschenkten Glückszweige, die sich am Hut zu Gold verwandelten. Unter ihren Wurzeln wurden Schätze geborgen. Und allerlei Zauberei, sagt man dem Baum nach, der für die Erdmutter treue Dienste verrichtet und über die Menschen wacht. Genug Nebelwald gesehen. Das nächste Abenteuer wartet. Wir wollen ja nicht, dass es ungeduldig wird.